Hallo ihr Lieben, als ich heute Morgen aufgestanden bin, hatte ich einfach Lust, heute mit Farbe etwas zu spielen und eine Übung zu machen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich brauche mein Aquarellpapier, was ich aufgespannt habe, nicht zu grundieren. Ich lege direkt eine erste Farbschicht an, und zwar mit einem ganz hellen Orange und einem Zinnoberrot. Das vermische ich mit etwas Acrylbinder und trage es transparent auf. Anschließend muss das alles richtig gut trocknen. Mit einem Stück Kreide zeichne ich jetzt einfach aus meiner Fantasie verschiedene Formen, die alle zusammenhängen. Ich denke, ihr könnt vielleicht dieses Weiß der Kreide nicht so richtig erkennen. Ich mache das Ganze einfach mal in einem dunkleren Rotton, dann könnt ihr es besser sehen. Die Linien für meine Komposition sind jetzt fertig und ich kann direkt an das Ausfüllen meiner Farbfelder gehen. Und da bin ich zunächst einmal sehr mutig und nehme einfach verschiedene Farben. Später kann ich diese dann aufeinander abstimmen in Tonwert und im Farbton. Es macht sehr viel Spaß, verschiedene Farben auch zu mischen. Traut euch ruhig und nehmt nicht nur die Farben so, wie sie aus der Tube kommen, sondern vermischt sie auch untereinander oder aber auch mit Weiß oder mit ein wenig Schwarz, um sie etwas weniger leuchtend zu machen.
Ihr seht hier, dass ich die Farben mit etwas Abstand zueinander auftrage. Es bleibt also immer diese lachsfarbene oder rote Linie dazwischen. Ich weiß noch nicht genau an dieser Stelle, ob ich das so lasse oder ob ich die Farben später auch aneinander grenzen lasse. Mal sehen. Das Ganze ist für mich wirklich eine wunderbar entspannende Übung.
So habe ich einfach noch eine Weile weiter die Farben austariert und verändert. Und im Endeffekt bin ich dann bei einer etwas anderen Farbharmonie gelandet, die etwas zurückgenommen ist. Das seht ihr hier. Und da mein Bild vollkommen abstrakt ist, kann ich es natürlich auch in alle Richtungen drehen. Und ich schaue jetzt mal, welches meine Lieblingsrichtung ist. Ich denke, es gehen eigentlich alle Richtungen. Ich entscheide mich für diese Version. Aber man kann es auch morgen anders aufhängen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und es lohnt sich wirklich, diese Art von Übungen zu machen, um sich mit Farben vertraut zu machen, um Kompositionen zu üben. Und wenn ihr eine schöne Komposition habt, dann übertragt sie doch einmal auf eine große Leinwand. Das sieht nochmal ganz anders aus. Hier seht ihr auch, dass ich die Farben nicht rein aufgetragen habe, sondern immer etwas variierend. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!